Hast du dir die Frage schon mal gestellt, ob es einen Gott gibt? Immer wieder. Ja. Und die Antwort ist meistens ja. Amigs nein. Aber ich glaube, wenn man Musik macht, dann ist das wie ein bisschen allgegenwärtig, dass da irgendetwas muss um sein. Für was bist du dankbar? Ich bin dankbar, dass ich aus Lebenssituationen heraustreten und können sie verändern und zu dem machen, was ich wollte und in positive Sachen kehren und meine Lebensumstände so geschaffen habe, dass ich jetzt sehr glücklich bin, wie sie sind und sehr geniessen kann. Wieder. Wie hast du das Positive geschafft? Das klingt für mich immer so ein bisschen einfach. Mhm. Ich konnte es zum Positiven können wenden. Also, ja. Was hat dir geholfen? Wie hast du das irgendwie angepackt? Also ich bin ganz viel in Therapie, also wirklich Jahre lang. Und also gehe auch heute noch. So, zwar die Abstände sind ein bisschen grösser. Und ich lasse auch einfach das Feinfühlige mitschwingen. Also ich tue es nicht bekämpfen, sondern ich probiere es mitzunehmen. Und ich habe mich wirklich einfach ganz klar fürs Leben entschieden. Ich habe jetzt müssen sagen, also entweder bin ich jetzt ruhelos und alles schwimmt an mir vorbei, oder ich nehme jetzt das Leben wieder in die Hand. Und das war mein Wunsch gewesen. Und ich möchte Familie haben und ich möchte eine Karriere haben und, also ganz viele Sachen. Und da muss man sich jetzt fürs Leben entscheiden, sonst wird es schwierig. Und auch meinen Freunden gegenüber und ja, einfach mein ganzen Umfeld gegenüber, finde ich, das ist das fair. Und ich glaube, das ist so, das meine ich so mit ins Positive. Mhm. Aber dass es immer noch sehr schwierig ist zum Teil und die Aufs und Abs und die Ruhephase, die sind immer da. Das geht nicht einfach weg, das kann man nicht ins Positive drillen. Mhm. Genau. Das ist auch eine Frage, die du ausgewählt hast. Mhm. Die Frage kann man immer auswählen, wo du gesagt hast, die Frage will mich noch wundern. Und ist das Ziel vom Leben, immer glücklich zu sein, geht genau das rein? In dem Fall nein. Nein, also ein Ziel vielleicht schon, aber nicht möglich. Also, yeah. Aber ich glaube, dass man es probiert, immer wieder und probiert, auf der glücklicheren Seite zu sein, das glaube ich schon. Aber glücklich immer sein, wäre ja auch sehr langweilig. Da würden uns so viele Songs nicht, die gibt's alle nicht begleiten. Das wäre so schade. Was tust du gut für dich? Ich tue gut für mich, dass ich wirklich Zeit mir nehme, mir rausnehme, wo ich einfach für mich sein kann. Wo ich auch sagen kann, hey, sorry, aber das ist mir too much, da komme ich nicht mit. Oder mir auch mit gewissen Leuten nicht muss im Kontakt bleiben oder wie auch immer, einfach nicht mir das geben, wenn ich merke, es tut mir nicht gut. Und ich glaube, das ist das Beste, was ich mir gut tue, dass ich mir wirklich, dass ich fest auf mein Bauchgefühl los. Mhm. Genau. Und was würdest du denn sagen, ist der Sinn vom Leben? Das weiß ich nicht. Ja, genau, habe ich die Frage genommen. Das ist meine grosse Frage. Was ist der Sinn von dem allem? Und ich habe echt Mühe damit. Und dann stand ich aber wieder auf der Bühne und merke, ah ja, schon logisch, das ist der Sinn. Oder dann lache ich so fest mit meinen Freunden, dass mir Tränen runterlaufen und den Bauch wehtun. Dann merke ich, ah, und das ist ja auch ein Sinn. Oder dann singe ich mit meiner Schwester und meiner Mutter und meiner Nichte zusammen und dann merke ich, ah, das ist auch ein Sinn. Mhm. Also ich glaube, ich habe eine Vorstellung vom Sinn vom Leben, den es nicht gibt. Aber ab und zu kann ich so wie mein Zeichen so ins Wasser reinheben. Und das ist eigentlich sehr schön. Music Loft. Entdeck Schweizer Musik. Und hilf mit, dass wir weiterhin Popmusik aus der Schweiz mit Podcast und Akustik-Session vorstellen. Jetzt mitfördern auf musicloft.ch.